Ja, Rami, eine der positiven Sachen beim FC Wacker Innsbruck aktuell ist, dass du ganz offensichtlich dein Comeback gegeben hast. Ihr habt gerade eine intensive Trainingseinheit hinter dir. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's super. Mir freut's auch, dass jetzt wieder alles sehr gut geht. Ich fühle mich sehr gut und stabil. Und es freut mich sehr, dass ich wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Mhm. Und mir geht es zurzeit sehr gut. Mhm. Du hast seit, ich habe nachgeschaut, 21 Monate ist es her, wo du dein letztes Spiel für den FC Wacker Innsbruck und Dolle 16 Minuten machen hast können. Jetzt gegen Delfs hast du das erste Mal wieder 45 Minuten spielen können. Erzähl, wie war das für dich? Ja, es war sehr gut, aber ich habe im Winter auch zweimal 10 Minuten gespielt, einmal im Trainingslager. Mhm. Aber die Zeiten waren sehr kurz. Und jetzt nach sehr, sehr langer Zeit habe ich jetzt wieder länger spielen dürfen und ja, ich habe nur das Positive mitgenommen und jetzt muss ich für Woche für Woche werde ich mich steigern und ja, bis jetzt läuft alles super. Wenn man so lange nicht spielen kann, wie fühlt sich das an, wenn man nachher wieder gegen den Ball treten darf? Ja, es ist sehr, man hat einfach nur Spaß, man denkt nicht nach und kickt einfach und das Erste, was ich wollte halt bei mir, war das Dribbling. Jetzt habe ich wieder endlich Spaß und muss nicht mehr viel nachdenken wegen der Verletzungen und ob ich Schmerzen habe. Es macht einfach nur Spaß. Mhm. Ich darf ein bisschen verraten jetzt vom Training. Torabschluss, Dribblings, Flanken, das schaut alles sehr, sehr gut aus. Wie fühlt es sich an? Ja, sehr gut. Es macht Spaß. Wir haben sehr harte Einheiten, lange Einheiten, aber das brauchen wir jetzt Vorbereitung, damit wir einen guten Start in die neue Saison haben. Und es ist hart, aber macht Spaß. Du hast da 45 Minuten gegen ZSK Sofia gespielt. Erzähl uns ein bisschen was vom Spiel. Wie war das? Ja, die Gegner waren besser im Gegensatz zu selbst. Aber für mich ist gegen ZSK Sofia ist viel besser gegangen. Da war ich besser im Spiel und habe ich trippeln können. Es ist halt gut gelaufen. Und ja. Überhaupt war der ganze Auftritt der Mannschaft ein bisschen besser als wie gegen Delfs. Woran glaubst du, liegt das? Ja, ich glaube, die erste Woche haben wir viele Testungen und so gehabt und es könnte sein, dass wir müde Beine gehabt haben und wir trainieren auch sehr hart, aber die zweite Woche ist dann ein bisschen einfacher halt. Da waren wir schon drinnen halt. Mhm. Jetzt geht es morgen schon wieder gegen einen anderen prominenten Gegner, gegen den HSV. Das dürfte ein ähnliches Spiel werden, oder? Ja, es wird ein hartes Spiel, aber auf solche Spiele freut man sich als Spieler und man kann nur Positives rausholen. Mhm. Aber wo Positives rausholen, ich gehe davon aus, dass du wie alle anderen auch die Europameisterschaft verfolgst. Jetzt war so in den letzten zwei Tagen, ja, die Underdogs haben ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, für Furore gesorgt. Gibt es da einen Trend? Wie siehst du das? Ja, man sieht halt, dass im Fußball halt Fußball mehr Mannschaftssport ist und wenn man halt alle zusammen, jeder für jeden kämpft, dass man vieles erreichen kann und das hat man jetzt die letzten Tage auch gesehen. Innerhalb eurer Mannschaft ist ja auch ein großes Thema, hat mir der Kopi beim letzten Interview verraten. Wie ist es bei dir? Tippst du auch fleißig mit oder fieberst du mit? Ich tue da nicht mit, aber mein Favorit ist Italien, weil wie sie spielen, das taugt mir voll mit aggressivem Pressing und nach vorne, wie sie da spielen. Mhm. Dann hast du vielleicht auch das Spiel gegen Österreich gesehen? Ja, da wollte ich eigentlich, dass Österreich gewinnt, aber schade, dass das Tor von Arnautovic abseits war und ja, war knapp, aber... Aber trotzdem eine tolle Leistung der Österreicher. Da habe ich ja ein paar Kollegen halt vom U21-Team, von Leimung, Schlager. Ja, das hat mir getaugt, wie sie gespielt haben und ja. Hast du zu die zwei noch ein bisschen Kontakt gehabt danach? Ja, Kontakt habe ich nicht viel, aber ja, man freut sich halt immer, wenn Ex-Teamspieler oder Kollegen vom U21 halt da mitspielen und gut spielen. Ja, Rami, mich freut es, dass du wieder fit bist, wirklich fit, also vollkommen fit. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und ich freue mich, wenn man die nachher wieder mal bei einem Bewerbsspiel sieht. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.